Unsere Geschichte beginnt in Adlersbrunn. Dort rief der Burggraf nach Helden, die ihm zur Hilfe kommen und ihn vor dem verrückten Dr. Junkenstein beschützen sollten. Aber würde sein verzweifelter Ruf Gehör finden? Ein verstoßener Mönch auf der Suche nach verbotenem Wissen. Nur vier kamen zusammen, um die Burg gegen Dr. Junkenstein und seine Diener zu verteidigen. Dr. Junkenstein lachte, als seine Geschöpfe wieder auferstanden. Heute Nacht sollte die Stunde seiner Rache schlagen. Überladung! Es ist ungewohnt, mit anzusehen, wie du kämpfst, Meister. Auch für mich gibt es Momente, an denen ich eingreifen muss. Der Drache führt meine Klinge. Seit meinem Rücken frei hatte. Hältst du mich für so hilflos? Kämpfen ist nicht dein Weg. Eine dunkle Präsenz beschien in ihrer Mitte. Der Seelenernter kommt, um eure Seelen zu holen. Und die Tage des Kampfes waren für den Soldaten gezählt. Spielt die Heile! Der Wikinger hatte den Seelenernter niedergestreckt. Vor dem Seelenernter von Dr. Junkensteins Schöpfungen erinnert mich irgendwie an dich. Das verletzt mich aber. Ist das überhaupt möglich? In
Erde bebte, als Dr. Junkenstein seine Schöpfung enthüllte. Ich lebe! Die Kreatur des Doktors wurde zu einem Monster gemacht, das danach trachtete, alles zu zerstören, was seinen Weg kreuzt. Spürt die heilende Ruhe. Junkenstein ausgelacht habt! Taktisches Visier aktiviert! Junkenstein hatte einen Pakt mit der Hexe des Waldes geschlossen. Und auch der Tod sollte ihn nicht davon entbinden. Der Wille des Mönchs war den des Doktors überlegt. Und so konnten die Verteidiger Apokes aufwärts. Dann rollen wir mal den roten Teppich auf! Das verschmolz mit der dunklen Nacht. Der Seelenherrscher ist nicht mehr vorerst. Der Wikinger über der Zone.
Ich danke für diese Auszeichnung. Ich hab's immer noch da. Symmetra meldet sich zum Dienst. Stabilisieren. Kommt her und heilt euch. Hey. Ankunft in King's Row. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden.